Ja, wer ist Genau, da? Herr Braun am Apparat. Ich bin ein Kundenberater, Sicherheitsabteilung von Frankfurter Börse. Ich möchte gerne fragen, ob Sie Erfahrung gemacht haben über Onlinehandel, Mit was bitte? Online-Trading. Ich habe Sie nicht verstanden. Ich bin ein Kundenberater von Onlinehandel, Frankfurter Börse. Frankfurt? Frankfurter Börse. Ja. Frankfurt am Genau. Main oder Frankfurt oder? Frankfurt am Main. Das ist gut. Ja. Ich möchte gerne fragen, ob Sie Erfahrung gemacht haben über Onlinehandel. Ja. Haben Sie? Ja, habe ich. Und wie ist es gelaufen? Um es freundlich auszudrücken, Scheiße. Okay, wieso haben Sie das gemacht? Na, weil ich Geld verdienen wollte. Natürlich, aber wie haben Sie das gemacht? Alleine oder mit einem Finanzberater? Naja, da war so ein Typ dran, der wollte mir helfen, aber die haben mich verarscht, nehme ich an. Seit wann hat das passiert und mit welcher Plattform? Na, wie hießen die? Infinite Kapital oder irgendwie so? Infinite Capital. Wo sind Sie momentan? Ha, wie bitte? Wo sind Sie momentan? Im Tal? Wo sind Sie momentan? Verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Können Sie mich hören? Ja, können Sie mich auch hören? Ich höre sehr gut, aber Sie können Sie nicht mich hören. Doch, ich kann Sie. Ich Deswegen. habe nur nicht verstanden, was Sie da sagen. Ich meine, wo sind Sie momentan, zu Hause oder unterwegs? Ach so, ich bin auf dem Lokus gerade zu Hause. Oh, sehr schön. Verwenden Sie einen Computer, PC, Rechner? Ja, natürlich. Okay. Haben Sie Hallo? vielleicht, ist schon Ihr Computer angeschaltet? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ihre Rechner. Können Sie Ihre Rechner anschalten? Soll ich das machen? Genau, und können uns zusammen die Plattform nachschauen. Nackt? Nachschauen. Ja, und dann? Können wir kontrollieren, denn die Plattform ist schon lizenziert oder nicht? Wie haben Sie das gemacht und können uns eine Lösung finden? Was können Sie da denn machen? Müssen wir erstmal gucken, wie viel Geld haben Sie dort so eingezahlt? Ja, 5.000. 5.000, mein Güte. Ja, Und war eine dumme seit wann? Idee. Dumme Idee. Aber seit wann hat das passiert? Das ist, wie lange ist das her? 3 Wochen? Vor 3 Wochen. Und die Finanzberater ist nicht mehr bei Ihnen gemeldet? Nee, der ist, weiß nicht, wo der gemeldet ist. Also bei mir Okay. nicht. Bei dir nicht. Okay, können das so erklären. Was soll ich Haben Sie Ihre. erklären? Hallo, Hallo? können Sie mich hören? Ja, das ist so laut bei Ihnen. Was denn da los? Weil wir sind hier im Büro und die andere Kollegen am Gespräch. Ja, die schreien ja wie die Kannibalen. Was denn da los? Nein. Ich möchte sagen. Hallo? Was ist das denn für eine miese Masche? Rufen an von der Frankfurter Börse, Knallidioten. Der Computer? Ja, der ist an. Elisan, verwenden Sie eine App mit Namen Anydesk vielleicht? Hava, bitte? Können Sie mal Denn die Socken aus dem Mund nehmen? Anydesk. Was ist damit? Die Name mit App Anydesk kennen Sie? Verwenden Sie in Ihrem Die Computer? Name mit App Anydesk. Ich weiß, was war das jetzt, ein Satz oder ein Wort? Nein, das ist ein Wo. Anydesk ist eine App, wo können uns zusammen verbinden und das leichter machen. Ei, ei, ei. Sie machen mir das ganz schön schwierig, junger Mann.
Gehen Sie bei Google. Wo soll ich hingehen? Bei Google. Warum? Bei Suchmaschine. Und können Sie die NEDs herunterladen? Suchmaschine? Ja, Google. Also ich habe ja die ganze Auswahl hier. Ich habe Google Chrome, ich habe Opera, ich habe Firefox, Internet Firefox. Explorer und Knuddels. Bei Google Chrome? Ja. Gehen Sie. Und was soll ich jetzt machen? Und bei Suchmaschine schreiben Sie A wie Anton. Ja. D wie Dora. Doofmann, ja. Y. H wie bitte? A wie Anton, D wie Dora. Dann Y. Y. Ja. Da, D wie Dora wieder. Nochmal, Doppel-D, zweimal. Einmal D. Jetzt haben Sie es aber schon das zweite Mal gesagt. Hallo? Alles löschen nochmal bitte. A wie Anton. Ja, Anton. Ja, Nordpol. Nordpol. Y. Dora. Dora. Emil. Emil. S, Siegfried. Siegfried. Ja, und K. Und Kaufmann. Was? Kaufmann, ja. Anidesk. Und jetzt? Dann suchen. Soll ich Bildersuche machen? Ja. Bilder? Hallo? Was sehen Sie dort? Na, der Google fragt mich, ob ich nach Bildern suchen möchte. Nicht nach Bilder, einmal suchen, klicken bei Suchen und schreib dort AnyDesk the Face Remote, Desktop Application. Ich habe kein Wort verstanden, ich spreche kein Englisch. Was sehen Sie dort, sagen Sie mir bitte. Ja, da ist so eine rote Seite und da stehen lauter Sachen auf Englisch drauf. Genau, herunterladen. Was bitte? Herunterladen diese App. Ja, ich weiß ja nicht wie, das ist ja alles auf Englisch. Ich kann kein Englisch. Steht dort so, eine Zeichen mit grüner Farbe, Download. Ein grüner Kasten unten, ja. Genau, Download und klicken Sie dort. Download Nove. Genau, klicken Sie da. Soll ich da drauf drücken? Genau, drücken Sie drauf. Jawohl. Herunterladen. Herunterladen, genau. Jawohl. Und wie ist heute das Wetter in Frankfurt? Bei uns ist schon gut, ist nicht so kalt. Das geht. Ist gut. Ja, bei euch, wie ist? Ja, es ist ziemlich regnerisch, nicht wahr? Weil wir wohnen ja in so einem Talkessel. Und wenn da mal okay. Die Wolken drüber hängen, dann müssen die erst abregnen, dass sie weiterziehen können. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie bei Erdmännchen. Ja. Ja. Falls Ihnen das was sagt. Kommt. Ist schon die App heruntergeladen? Ja. Okay, dann einmal installieren. Klicken jawohl. Sie dort, wo ist. Und damit kriege ich mein Geld wieder? Das können wir zusammen erstmal verbinden und die Plattform anschauen. Das ist ja großartig. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Das ist das Problem. Ich guck grad nochmal, ob ich das finde. Ich versuche es später, wenn Sie sie zusammen verbinden. Na, ich hab's gefunden. unitestocks.com. Können Sie mal bitte diese schreckliche Musik im Hintergrund aufmachen? Das gibt Probleme mit den Urheberrechten. Okay, warte kurz. Danke. Keine Lust auf Strikes wie der Herr Winkler. Hallo, Herr Doktor? Ja, hallo. Jetzt ist besser?
Ja, das ist schon ein bisschen besser. Bisschen besser, okay. Ja. Haben Sie die App installieren? Was bitte? Haben Sie die App AnyDesk installieren? Ja, ja, ich habe das auf den Computer gebracht, im Prinzip. Im Prinzip hast. Ist, was sehen Sie dort? Ist eine neueste Liga-Nummer? Ne, das sind so lauter, so, da unten sind halt so ein orange-roter, ein ganz roter und zwei blaue Kästen. Zwei blaue. Hallo? Nochmal. Was sehen Sie komplett in dem Bildschirm? Naja, da sind vier Kästen, drei gelbe Kästen unten. Davon ist einer orange, einer rot und zwei blaue. Und dann steht da dieser Arbeitsplatz und anderer Arbeitsplatz. Aber ich bin ja schon lange in Rente. Verstehen Sie das Problem? Sehen Sie eine neueste Liga-Code bei dieser App? Da ist eine Nummer, ja. Genau. Geben Sie mir bitte diese Nummer. Das sind neun Nummer. Ach, ist das die Bitcoin-Nummer, wo ich das Geld verloren habe? Ja, Nein, das ist nicht Bitcoin-Nummer, das ist eine App, wo können wir zusammen verbinden, meine Computer mit Ihrer, und können Sie das anschauen. Ach, dass wir quasi so eine Art Superintelligenz bilden, das ist wie beim Tag danach. Das ist 984. 984. Ja, 646. 646. 966. 966. Einmal akzeptieren oder annehmen. Da ist jetzt so ein Fenster gekommen. Ja. Bei die Grüne klicken. Super, wir haben das geschafft. Ja. Den Maus nicht bewegen, bitte. Wir gehen kurz bei FCA-Register. Bei was bitte? Bei FCA-Register. Fußballclub Augsburg? FCA-Register. Registrum? Warte kurz. Das ist ja schon wieder alles auf Englisch. Ja, kann ich das übersetzen für Sie? Keine Sorge. Ja, bitte. Wie ist der Name von der Firma? Das ist da oben, gucken Sie mal, hier. Aber ich komme schon gar nicht mehr auf die Seite drauf. Machen Sie selber. Na, die hier, unitestocks.com. Also, die hier? Die waren das, ja. Die haben gesagt, sie sind vom Europäischen Börsenamt. Nee, vom Elektronischen Börsenamt, haben die gesagt. Elektronische Börsen, haben die gesagt. Elektronisches Börsenamt sogar. Wir haben die Geld geschickt. Nee, die haben mir kein Geld geschickt. Wir haben ihr Geld bezahlt. Ja, ja, natürlich. Über Überweisung oder über Karte? Ja, mit einer Mastercard. Nee, mit meiner Mastercard haben die das genommen. Mit Mastercard, okay. Ja. Ist da eine Feierlichkeit bei Ihnen? Ja. Und mit der Stock. Sie haben es nicht so mit 10-Finger-Rechtschreibung, oder? Nein. Sie haben das völlig falsch geschrieben. Nein, das ist .com. Ja, aber Sie haben das davor ja falsch geschrieben. Warte nochmal. Ha, wie bitte? Wir schreiben nochmal. Ja, Sie können es auch einfach kopieren. Wie wäre das damit? Ich gehe gar nicht dran, deswegen. Wo gehen Sie nicht dran? An den Pillermann? Bei der Seite, bei der Unitestock. Wo haben Sie? Socks.com. Ja.
Ich habe nicht mal eine Rechnung gekriegt von denen. Nicht mal eine Rechnung, okay. Nein. Warte, hier steht, das ist FCA-Register, also ist für die Plattformen, die sind schon reguliert, sind schon lizenziert oder nicht. Verstehe und das ich ist nicht. Das ist Englisch. Ja, Sie wollten das übersetzen, was steht denn da? Genau. Brauchen Sie da ein Programm für? Ich dachte, Sie können das sprechen. Das heißt Translate. Sie gehen bei Google Translate. Ja, aber das ist ja kein zuverlässiges Programm. Leider haben wir kein Ergebnis gefunden, dem Ihre Überschrift entsprechen. Ja. Von der Firma Unitestock. Wo haben Sie? Ja, das war ja. Ich weiß ja schon, dass die mich abgezogen haben. Ja. Wie so eine Bande Meerschweinchen am Bahnhof. Schade, schade. Tut mir sehr leid. Ja, mir auch. Vor allem, ich wollte ja noch viel mehr investieren. Ja, genau. Und jetzt ist das weg. Aber haben Sie eine Möglichkeit, zum Beispiel, normalerweise eine lizenzierte Plattform sieht so aus. Ich zeige Ihnen jetzt. Lizenzierte Plattform. Zum Beispiel bei DAX. Haben Sie für deutsche DAX gehört? Ja, also ich habe ja diverse Dachse und Füchse bei mir im Garten untergebracht. Ah, guck mal, die lizenzierte Firma. Ja, aber das ist ja nicht in Deutschland, das sind ja überall britische Adressen. Ja. Ja. Gibt's das nicht, da mal, wenn das hier um legitime Sachen geht, dann muss das, da sage ich doch auch mal, warum ist das nicht im deutschen Firmenregister? Können wir nicht da gucken? Hier. Können Sie nackt lesen da? Nackt lesen? Ja, einen Moment bitte, ich mach nur die Hose aufmachen. Nackt lesen bitte. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Das, ja. Ich trage ja Hosenträger, da geht das nicht so schnell. Und was bedeutet das jetzt für mich? Können und so sehr war. Gib Ihnen mal einen Tipp, nehmen Sie einen Punkt statt ein Komma, dann klappt das. Ja. Müssen wir ganz oben. Was ist IO denn für eine Endung? Für welches Land ist das? Indonesien? Das ist keine Indonesien, das ist internationalische. Ach Gott, die internationale. Kommen jetzt die Kommunisten wieder? Nein. Weil die ist in ganzer Welt. Ja, aber das heißt, das ist doch dann eigentlich komm für die ganze Welt. Jetzt haben Sie schon wieder ein Komma genommen. Was denn, haben Sie heute erst angefangen? Sind Sie noch in der Ausbildung? Nein. So sieht aus die Plattform. Ja, das ist aber nicht die, die Sie mir da gerade auf der Seite gezeigt haben. Bei Deutsche DAX können Sie gerne angefangen 2 Wochen ausprobieren. Ja, das ist ja aber nicht. Das ist ja aber nicht das, was Sie mir da gezeigt. Sie haben mir hier DAX Motor irgendwas gezeigt. Das ist ja nicht das, was wir jetzt offen haben. DAX Motor, das ist eine von so von 14 Firma von die Plattformen, von die Börse. Von der hier, von der Seite hier, ja. Genau, genau. Das ist. Da steht aber eine ganz andere Adresse. Die Adresse steht ganz anders, aber die sind schon lizenziert. Das FCA-Register, können Sie die andere auch? Sehen Sie hier? Sie haben hier ja sicher irgendwo ein Impressum stehen, nee, nicht mal das. Wo ist denn hier das Impressum, sagen Sie mal? Junger Mann. Wir sind ein Filiale in Deutschland. Ja, aber ja, dann müssen Sie ja erst recht ein Impressum vorhalten. Wo sind denn hier die Geschäftsdaten hinterlegt? Die Geschäftsdaten. Was ist das denn? Telefonnummer so auf die Null? Da hat einer das Template nicht geändert. Gucken Sie das mal an. Telefon,
Telefonnummer, wir haben WhatsApp-Nummer, wir haben der Ja, aber E-Mail das hier gucken Sie und sich das doch mal an. Das mal, wenn Sie eine deutsche Firma sind, dann müssen Sie hier doch die Firmenanschrift veröffentlichen. Wo steht das denn? Hier sind ganz unten, sind das sind komplett. Ja, da steht aber nicht die Adresse dabei. Ich wollte ja, wo finde ich denn die Adresse auf Ihrer Seite? Börsenplatz 4, Postleitzahl 60 313 ist. Ja, aber wo, wo steht das hier auf der Seite? Das muss da ja stehen. Sonst kriegen Sie ja Ärger mit der BaFin. Das ist schon reguliert und bei BaFin auch. Ja, das muss ja hier auf der Seite draufstehen. Verstehen Sie das Problem? Die müssen ja auf der Internetseite muss ja die Adresse draufstehen, die ladungsfähige Anschrift. Die ist schon lizenziert und ist schon... Ja, aber wo steht denn das? Ich muss das doch lesen können als Kunde. Hier, warte kurz. Ja, da wird's schon schwieriger, was? No. Und von denen kriege ich jetzt mein Geld wieder, oder wie? Ich möchte nur die Plattform erstmal so vorstellen. Und können Sie 2 Wochen Probezeit, um mit 200 Euro anzufangen? 200 Euro sind so nicht so zum Traden, sind nur für die Kontoaktivierung. Und können Sie mit 50 Sicherheitstrades von der DAX arbeiten? Mit was, 200, bitte? Mit 5 Sicherheitstrades. Was heißt das? Das heißt, können Sie mit Geld von der DAX arbeiten, erstmal 2 Wochen Probezeit und können Sie die Gewinne gerne auszahlen. Sie sind noch in der Probezeit? Ja, ich bin in der Probezeit. Ja, das hört man. Ja. Wo kommen Sie denn her, junger Freund? Ich komme aus Italien. Ja, ist ein schönes Land. Schönes Land, Italien ist ein schönes Land, ich weiß. Aus welcher Ecke sind Sie denn da? Ganz oben. Was heißt ganz oben? Ganz oben, Milano. Milano? Milanese. Okay. Können wir ausfüllen erstmal die Formular? Ja, und dann kriege ich mein Geld wieder? Dann kriegen Sie mit unserer Plattform, treten Sie... Sicher, und mit anderen Plattformen, was haben Sie getreten, müssen Sie warten, vielleicht Finanzberater meldet wieder. Also jetzt muss ich ja noch mal fragen, Sie haben gesagt, Sie sind von der Börsenaufsicht in Frankfurt am Main, und jetzt wollen Sie erst fragen, wo ich mein Geld verloren habe, und jetzt wollen Sie, dass ich wieder Geld einzahle? Ich bitte das, Ihnen, das ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Haben Sie nicht richtig verstanden. Ich hab Ihnen gesagt, wir sind bei Deutsche DAX und können Sie mit Deutsche DAX so anfangen zu traden. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, was der DAX ist. Der DAX ist der Deutsche Aktienleitindex und da sind mehrere große Konzerne als Leitzins zusammengefasst. Das hat nichts mit Ihrer Seite da zu tun, auch wenn Sie da DAX draufschreiben. Wir sind bei Deutsche DAX, wir sind eine Filiale hier in Deutschland. Ja. Wir besitzen eine Lizenz und Sie haben eine Möglichkeit, 2 Wochen die Plattform auszuprobieren. Ja, können Sie mir dann mal die deutsche Handelsregisternummer bitte geben? Deutsche Handelsregister, ich kann per E-Mail schicken. Ja, können Sie das bitte jetzt machen? Warte kurz, einen Augenblick, ich muss mit Support abteilen. Ja. Da, dann wird es jetzt scheitern, Freunde. Nee, ist ja, alter Maulwurf ist nicht mehr der Schnellste. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ja, guck mal hier. So kann man das dann natürlich auch machen.
Hallo? Ja, hallo, können Sie mich hören? Ja, natürlich. Können Sie über die Plattform anschauen? Scam, ja, genau, Scam. Was denken Sie? Denken Sie, wir sind eine betrügerische Firma oder was suchen Sie da? Ja, natürlich. Sie können mir ja nicht mal. Sie können, genau. Sie haben ja hier kein Impressum auf der Seite und Sie können mir auch keine Handelsregisternummer geben. Da muss man sich doch informieren. Genau, FCA-Register ist. Guck mal. Nee, nicht FCA. Ich will hier Deutsches Handelsregister und BaFin. Da können wir gucken. Okay. Unterlagen. Guck mal, ist das da mit drinnen? Unterlagen, genau. Können Sie, genau, auf. Da ist auch wieder nichts drin von euch. Sind hier. Nee. Datenschutz. Okay. Sind Sie nicht, gib mir mal den Chef, Junge, wenn du noch in der Probezeit bist. Nicht, dass du Probleme bekommst hinterher. Ja. Kann ich mal mit dem Manager sprechen? Warte, wir machen das so. Können erstmal die Konto aufmachen und können Sie die Plattform von drinnen schauen. Von innen? Haben Sie. Ja, warte. Maus nicht bewegen, bitte. Ich bewege gar nichts. Gibt's ein Problem da mit der Seite? Also Italienisch Nein. kann ich auch nicht sprechen. Maus nicht bewegen, bitte. Drücken gar nichts. Ich bewege die Maus nicht. Warte. Nein, das ist die bewegende Maus. Es ist unmöglich, das. Jetzt. Nicht. Und was jetzt? Einmal ausfüllen. Ja. Aber Sie schreiben doch schnell. Ja und? Ihre Adresse. Das denn? Deutschland, Germany. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Länder gibt. Warte kurz. Ich kenne nur Macadamia-Nüsse. Nein. Mach nicht bewegen. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Kennen Sie das Lied? Ich finde Deutschland nicht. Maus nicht bewegen, ich mach das. Ich wüsste gar nicht, dass die Sahara in mehrere Staaten unterteilt ist. Oh, Guyana, da kommen die Guinea, da kommen hier, die Meerschweinchen her. Irgendwie bewegt da Griechenland? Oben, nein. Nein, oben, genau. Genau, unser Land. Ihre Telefonnummer hier muss. Was ist ein Promocode? Promocode kriegen Sie Nummer 1. Ja. Weil Sie schlechte Erfahrungen gehabt haben. Nur eine. Ja, hab ich doch. Da haben Sie auch eine 1 geschrieben. Können Sie selber das schreiben? Ja. Okay. Der Passwort können uns ABC. Nee, das ist ja kein sicheres Passwort. Können Sie das selber machen? Das ist kein Problem. Ja. Dann muss mit der Supportabteilung dann freischalten. Deswegen. Können Sie später verhandeln? Ich habe jetzt Hirsebrei als Passwort genommen. Oh, da kommt keiner drauf. Okay, alles klar. Wir sind kein Roboter, natürlich. Das Ampel, steht wo steht die Lampel? 2. Also Sie sollen 1. jetzt hier aber keine Spiele spielen auf meinem Computer, nicht wahr? Können Sie das selber machen? Was soll ich denn? Ich spiele doch hier keine Spiele. Nein, aber Sie sind kein Roboter und das sind von Sicherheit von Ihnen. Ich bin Internet. Eine Ziege, bin ich ja.
Einmal zurück. Ihre Passwort. Hirsebrei mit Y. Können Sie selber schreiben? Bitte. Login. Da ist nichts passiert. Das ist... Ihre E-Mail ist richtig? Ja, natürlich. Nochmal, weil ich muss kurz mit Supportabteilung... Ha, was bitte? Da, ich muss mit Supportabteilung das freischalten. Ja. Die Konto. Einen Augenblick bitte. Das ist ja schrecklich. Ja, ich bin am Leitung. Ja, wo ist denn das Problem jetzt? Ich muss das mit Supportabteilung erstmal freischalten. Was vor denn? Der Zeige. Ziege. Vor der Ziege. Mögen Sie Ziegen? Ziegen. Ich hab nicht gehört. Nicht? Nee. Nicht so viel. Ach so. Okay. Können Sie die Musik mal ausmachen? Das stört mich. Sprechen? Nee, die Musik ausmachen. Musik stört Ihnen? Ja. Wir sind doch hier nicht im Clubhaus. Ich dachte, bei der Frankfurter Börse geht das ein bisschen seriöser zu. Safe Change. Ha, wie bitte? So, hier ist Ihre Konto. Da ist Kontonummer. Kontonummer? Ja, von Deutsche DAX haben Sie die Kontonummer hier. Ganz oben steht Ihr Name. Ja, oder? Ja, ja, aber Hans-Joachim sind zwei Worte, das ist jetzt ja zusammengeschrieben. So, auf Deutsch ist. Ja, können Sie meinen Namen noch richtig schreiben? Ihre Name, warum ist schon nicht richtig? Nee, Hans-Joachim sind zwei Vornamen, das ist nicht einer. Sie haben, Sie haben das selber eingegeben. Nee. Namen. Wo haben Sie die erste Anmeldung? Sie haben das Konto doch gerade eröffnet. Ich habe gar nichts gemacht. Sie haben diesen Namen selber angegeben. Nee. Klar. Können Sie das eben ändern, bitte? Wir können das ändern. Warte, ja. Kurz. Das ist gut. Wie lange arbeiten Sie da schon? Bis 19 Uhr. Nein, wie lange Sie da schon arbeiten, Vergangenheitsform? Also, nicht so lange. Ja, wie lange denn? Sind Sie noch in der Ausbildung? Genau. Was lernen Sie da? Bankkaufmann oder was lernt man da? Bankkaufmann. Ja. Wie wollen Sie Ihren Namen haben? So. So. Mit großer J. Darf man da auch Spitznamen reinschreiben? Spitznamen können Sie das also auch. Also Künstlername, warten Sie mal. Künstlername. So, jetzt passt das. Ja, okay. Also das in Anführungszeichen ist ja im Prinzip der Künstlername. Genau. Ja. Ich bin aber nicht 2000 geboren, junger Mann. Da wäre ich jetzt ja erst 21. Okay, siehst du Ihr Konto, was Sie sehen jetzt? Ja. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Wir haben das die Geld geschickt über Mastercard, haben Sie gesagt? Ja, über Mastercard. Okay, ich mache fertig die Bankdaten. Und dann kriege ich das wieder, da freue ich mich ja sehr. Ja. Hier können Sie die Geld überweisen, das ist ein
Ein Bank, wo verwenden Sie Online-Banking, oder? Banking. Ja, doch mit der Sparkasse, nicht wahr? Mit dem Sparkasse? Ja, Sparkasse. Mastercard haben Sie? Ja, ich habe auch eine Mastercard. Mastercard, okay. Machen das über Mastercard. Der Betrag 200 Euro ist? Ja. Hallo. Ich bin an der Leitung. Ja, was machen Sie denn da? Ich muss das kurz mit Support abteilen. Die Bankdaten fertig machen. Ja. Ist das meine Kontonummer? Nein, das ist Adresse von der Bank, wo die Geld überwiesen soll. Das ist doch keine Internetadresse. Mit das Geld einkommen bei uns, bei DAX 30. Ach so, ich dachte, das wäre eine Internetadresse. Nein. Dann ist ja gut. Bei Ihrer E-Mail hat er einen vierstelligen Code bekommen. Ein was, bitte? Das ist schon wieder alles auf Englisch. Können Sie aufmachen Ihre E-Mail und haben Sie einen vierstelligen Code gekriegt? Ja, das ist bei meinem Telefon dann angekommen. Da muss ich da mal eben kurz gucken. Okay, können Sie eben. Ja. Bei Ihrem Telefon. Okay. Ja. Weil die Verbindung ist heute wieder sehr schlecht. Verbindung ist schlecht heute. Ja, die haben hier wieder mit dem Bagger gegraben und da haben die wohl eine Leitung erwischt. Verstehen Sie das Problem? Und das ist nicht so gut. Hallo? Hallo? Ja, ich bin am Leitung. Ja, das ist gut. Ich habe das jetzt gekriegt. Jetzt haben Sie es weggedrückt. Haben Sie jetzt gekriegt? Jetzt haben Sie das weggedrückt. Warum haben Sie das weggedrückt? Haben Sie das selber gemacht? Nee, Sie haben doch die Seite hier aufgemacht. Nein, Maus nicht bewegen, bitte. Ha, wie bitte? Maus nicht bewegen. Da ist er ja wieder, da wollten wir doch hin. Freut mich ja, dass das geklappt hat. Nein. Nochmal, bitte Maus nicht bewegen. Wir machen das. Müssen Sie nur vierstelliger Code geben von Ihrer E-Mail und wir machen das. Ja, das ist gut. Ja. Maus nicht bewegen, bitte. Na, ich muss das doch kopieren für Beweissicherung. Sie können das aber gut mit den Radbildchen da. Ah, ja. Loggen Sie sich ein bitte bei Ihrer E-Mail. Ja, das muss ich am Telefon machen. Nun beruhigen Sie sich doch mal. Sie wollten mir noch die Handelsregisternummer zeigen, bevor wir das machen. Können wir das jetzt machen? Ich mach das, wenn wir sind fertig hier und ich kann das gerne machen. Das müssen Sie vorher machen. Registernummer? Handelsregisternummer. Haben Sie das geschaut? Nee, Sie sollen mir die Handelsregisternummer geben von sich. Dass ich das nachgucken kann. Bei FCA? Nee, Handelsregisternummer. Ja. Deutsche Handelsregisternummer. Sie haben doch eine Niederlassung in Deutschland, haben Sie gesagt. Loggen Sie sich ein bei Ihrer E-Mail. Glauben Sie wirklich, ich bin so blöd und fall da drauf rein? Nein. Doch. Nein. Ich sag Ihnen mal was. Das ist ja der billigste Trick, den Sie hier gerade probieren.
Ich soll jetzt Geld auf Ihre Bitcoin-Adresse. Ich habe das übrigens, ich habe Ihre Bitcoin-Adresse hier oben, die habe ich kopiert. Und ich habe das Ganze, ich habe das gerade, halt mal kurz die Schnauze, ich habe das alles auf Video aufgenommen, was du hier gerade machst. Und du bist gerade live im Internet, du kleiner Versager. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen, du Verlierer? Nochmal bitte? Du bist gerade live im Internet, ich habe dich verarscht. Hallo, hier ist Dimitri von Radio Hamburg. Wie geht's dir? Was machst du für Sachen? Hallo? Hallo? Hey. Hallo, ich bin hier. Hallo, hier ist Dimitri. Was machst du für Sachen im Internet mit alten Leuten? Das ist nicht in Ordnung, blöd. Warum betrügst du Leute im Internet? Wer betrügt Leute im Internet? Du! Was wollen Sie da sagen? Wir haben alles bei Video genommen. Was hast du gemacht? Falsche. Wir haben alles aufgenommen hier. Du bist gerade Livestream bei Internet. Können Sie das machen? Das ist Ihre Entscheidung. Natürlich. Kann ich mal bitte mit Manager sprechen für Interview? Oder sollen wir gleich zur Polizei gehen? Weil deine Bitcoin-Adresse haben wir ja und deine Firmenadresse haben wir, deine Internetseite haben wir. Du brauchst das nicht löschen, ist schon kopiert. Nein, können Sie das kopieren, können Sie das machen? Hab ich schon gemacht. Kannst du mir jetzt bitte Manager geben, du kleiner Versager? Ibn Sharmuta. Da legt er dann auf. Jetzt probiert ihr hier die Sachen wegzudrücken, das klappt aber nicht. Maus Battle. Ich liebe diese Stelle, wenn die dann probieren, irgendwo noch was auf deinem Computer zu machen, diese kleinen Versager. Diese kleinen Schweine, guck dir das an. Locken sich da drauf, ja, Börsenaufsicht, sie haben 4000 Euro verloren. Ja, ist kein Problem, wir helfen ihnen. Wie hieß denn die Firma? Und dann zeigen die dir in diesem lustigen Handelsregister, was vorhin auf war, zeigen die dir irgendwelche lustigen Seiten und geben dir dann hier bei Zahlungsempfänger ihre eigene Bitcoin-Adresse ein, wo dann natürlich das ganze Geld hingeht, das du denen jetzt schickst. Der hätte da auch 20.000 draufnehmen können, der Fischkopf, der hässliche. Guck mal, der ist immer noch drauf. Und ich lasse ihn jetzt auch nicht mehr wegklicken, der muss das jetzt von seiner Seite, muss der das ausmachen. Hallo Betrüger, rede mit mir. Nein, du kommst nicht dazu zu klicken. Ich bin schneller. Ich liebe diese Maus-Battles. Das habe ich in den Streams schon immer genossen. Nein, du kommst nicht zu klicken. Nein, du kommst nicht zu klicken. Ja, und das ist quasi der Trick. Die kommen auf deinen Rechner, stellen deine Identität. Der wäre jetzt auch auf meine E-Mail-Adresse gegangen und hätte das bestätigt. Er führt dann nicht nur den Straftatbestand der gewerbsmäßigen Betruges, was die da machen. Da wären wir auch noch bei Computersabotage gewesen, weil der hier einfach sich einloggt und Daten verarbeitet, die nicht ihm gehören. Und jetzt versucht er zwanghaft hier das Fenster zu schließen, dieser kleine Kobold. Weiß wahrscheinlich nicht, dass er das Programm bei sich auszumachen kann. Aufgelegt hat er leider schon. Sonst könnten wir ihn jetzt die ganze Zeit beschimpfen. Aber das wäre ja auch nicht so cool. Und auf jeden Fall knapp eine Stunde geklaut insgesamt mit allem drum und dran. Und was meinst du, wie der sich jetzt ärgert den ganzen Tag? Jetzt hat er es geschafft, von sich aus zu beenden. Was für ein mieser, mieser Kobold. Also wir merken uns die Seite DAX30.io. Und wie sie dann sagen hier im Handelsregister, ja nicht lizenziert, kennen sie den DAX? Damit spielen die halt auf dieses deutsche Aktiendings da an. Kennen mich da auch nicht so aus, aber ich weiß, dass diese komische Firma hier definitiv nicht dazugehört. Wenn du mal guckst hier unten, wo war das? Telefonnummer 000, support@dax30.io. Alleine, was ist IO Domain? Jetzt gerade mal gucken. Britisches Territorium, Indisch-Ozeanien. ist das Figuren. Ja, guck mal, so super seriöse Firma mit IO-Domain, das kein Handelsregisternummer hat, kein Impressum oder sonst irgendwas. Wieder ein schönes Beispiel mit was für dreckigen Tricks, die das versuchen. Da oben ist die Bitcoin-Adresse, wenn damit irgendjemand was anfangen kann, ich hau sie auch nochmal in die Beschreibung rein.
Und dann hoffen wir, dass bei der Suche nach DAX30.io in Zukunft dann nicht mehr DAX30, wir gucken nochmal eben, wenn du jetzt hier eingibst bei Google Sucher, DAX30.io, da kommt tatsächlich DAX Performance. Und wenn wir in Zukunft hier nach DAX30.io suchen, Leute, das ist eure, unsere, meine Aufgabe, dass da dann richtig schön steht, dass das Betrüger sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt.